Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zu Beginn der Periode ein Social AAA, also ein soziales AAA für Europa, versprochen. Die soziale Säule sollte die Antwort darauf sein. Aber was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ja relativ wenig Konkretes. Es ist ein Sozialknicke, der nicht ausreicht. Was wir brauchen in Europa, ist konkrete Sozialgesetzgebung, die die Menschen mitnimmt, die Europa sozialer gestaltet, zum Beispiel eine Rahmenrichtlinie für menschenwürdige Arbeit. Wir brauchen eine Grundsicherung für Kinder, die in Armut leben. Und wir brauchen eine verbindliche Verankerung der Sozialpolitik im europäischen Semester. Das Europäische Parlament konnte sich auf diese Forderungen einigen. Ich finde, die Kommission muss die Mitgliedstaaten bewegen, auch da mitzumachen, damit die soziale Zukunft Europas gut gestaltet wird und die Menschen sich nicht von Europa abwenden.